Wir sind heute im Schwarzwald in Poppeltal. Hier gibt es einen Erlebnispark mit einer Riesenrutsche und mit der wollen wir heute mal fahren. So, jetzt müssen wir erstmal ein Stück laufen bis zur Rutschbahn. Bin sehr gespannt. Diese Riesenrutschbahn ist 1,5 Kilometer lang. Schaut mal, Schwarzwald pur. Wunderschön. Also es ist hier auch so ein kleiner Freizeitpark mit kleinen Attraktionen. Da oben sieht man die Rutsche. Ah ja, da oben hinten. Auf dem Berg. Ja. Oh. Mal gucken, da müssen wir wahrscheinlich hochlatschen. Hier gibt es auch Fotos. Ich glaube 5 Euro muss man dafür bezahlen. Gucken es mal an. Hier steht nichts. Münzen einwerfen. Hier, 3 Euro. Ach nee, da musst du... Da machst du von dir selbst ein Foto. Aber ich glaube, von dieser Rutsche kann man sich auch ein Foto machen lassen. Ja, die kleinen Attraktionen sind jetzt nicht so der Knaller, würde ich mal sagen. Wobei das auch mal schön ist. Ist außerdem auch kostenfrei hier der Eintritt erstmal. Aber die Riesenrutsche kostet für Erwachsene 4 Euro eine Fahrt. Und für Kinder 3 Euro. Ja. Ah ja, genau. Ja, das habe ich auch im Internet gesehen. Das sind halt lustige Sachen, so kleine Attraktionen. Hier gibt es auch so eine kleine Huschhusch. Und hier haben wir so ein Trampolin. Ja, vor lauter Sonne sieht man jetzt nicht viel, aber da fahren welche gerade runter. Sieht man das? Na, wir suchen mal den Weg. Also irgendwie sollen wir hier runterlaufen. Hier kann man auch Kart fahren. Jetzt kommen wir auch schon ein bisschen näher an die Riesenrutsche. Ich glaube, da wird man hochgezogen. Ende der Bahn, genau. Hier endet die Rutsche. Mal schauen. Hier könnt ihr sehen, da kommen gerade Leute runter. Also man sitzt auf so einem Gefährt drauf. Riesenrutschbahn Wittmann. Also hier seht ihr mal die Preisliste. Eine Fahrt Erwachsene 4 Euro, eine Fahrt ab 8 Jahre 3. Unter 8 Jahren muss man mit einem Erwachsenen fahren, da kostet es 5,50. Ansonsten gibt es halt so Packs. 6 Fahrten Erwachsene 21,50 und 6 Fahrten Kind 16 Euro. So, wir haben uns jetzt Tickets geholt. Hier ist die Bedienungsanleitung. Die muss man vorher komplett durchgelesen haben. Ich filme die euch einfach mal ab. Ihr könnt euch das ja stoppen, wenn ihr dann das genauer nachlesen wollt. Übrigens ist hier Kameranutzung verboten. Aber ich habe nachgefragt. Eine GoPro mit Brusthalterung ist erlaubt, also darf ich jetzt auch ein On-Ride filmen. Also hier gibt es eine Unterscheidung zwischen Zweierbobs, die muss man sich selbst nehmen. Und hier gibt es außerdem noch Einerbobs. Also hier ist dann der Zugang, hier werden diese Bobs aufgelegt. Hier sind so komische Haken, mit denen wird man dann hochgezogen. So. Ah, da wird jetzt einer hochgezogen. Cool. Man muss nach vorne drücken, um loszufahren. In der Kurve muss man bremsen, sonst fliegt man raus, heißt es. Jedenfalls die Gefahr besteht. Mal.
Riding. Ja, läuft. Oh mein Gott, es ist noch ein langer Berg. Also wie gesagt, 1,5 Kilometer lang ist diese Bahn. Da rutscht man eine ganze Ecke. Wahrscheinlich da, damit man nicht voll Karacho runterrast, falls man aus Versehen den Halt verliert. Sind wir jetzt langsam da? Oh, es geht immer noch. Ja! Okay, hier bekommt man schon mal erst. Nicht betreten. Ja, Rutsche. Muss ich dir nicht betreten, ne? Der Pauline fährt die dann nochmal. Also es ist schon eine schöne Beschäftigung auf jeden Fall. Also alleine das Hochfahren ist ja schon mal. Ja, da oben kommt man dann irgendwie an. Da oben ist irgendwie so eine Hütte. Und da kommt man dann an und dann. Hier hinten sieht man so eine kleine Hütte. Rückwärts? Nee, man muss noch mal umsteigen auf die andere Bahn. Gut, dann geht's jetzt auf die andere Bahn gleich. Noch 20 Meter bis Bahnende. Sitzen bleiben, bis Rutsche stillsteht. Ah! Gott! Oh, mein eigener Wagen gestolpert. Ah! Hilfe! Oh. Ja, und jetzt? Mein eigener Wagen gestolpert. Jetzt muss man da rüber. Auf die andere Seite. Justus! 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 It's so long. Oh!
An die Bergwacht. Guck mal, ich bin fast da durchgefahren. So, Pauline sitzt. Pauline fährt jetzt noch einmal. So, und ab geht die Fahrt. Bis gleich. Tschüss. Pauline kommt. Ich höre sie schon schreien. Das gib Gas, gib Gas, gib Gas. Noch ein Eis. Ja, die Preise sind auch ganz okay. Es gibt auch Essen, das man kaufen kann. Wir haben jetzt noch Eis ausgesucht. Jeder ein Magnum. Ja, das eine Eis gab es leider nicht mit Cookies. Da gibt es nämlich eine neue Variante von Magnum mit Cookies. Ja, das war unser kleines Video aus dem Schwarzwald. Hier heute fahren auch noch mal viele mit dem Motorrad. Die nutzen das hier noch mal richtig aus. Ja, heute ist so wunderschönes Wetter, weshalb ich gesagt habe, wir machen jetzt noch mal eine Tour. Und jetzt verabschieden wir uns von euch. Aber vorher noch mal kurz sagen, wie hat es dir gefallen? Ich fand es mega cool. Hat sich gelohnt, hierher zu fahren? Ja. Ja, ich fand es auch. Ich wollte schon lange mal wieder so eine Sommerrodelbahn fahren. Und diese hier kannte ich noch nicht. Dass es hier auch so einen kleinen Freizeitpark für die ganz Kleinen gibt, das wusste ich auch nicht. Dann haben wir das jetzt mal spontan gemacht. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen fetten Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal. Tschüss!